Ich wollte euch ein kleines Update zur Glock 17 geben. Und zwar hatte ich die Glock mit insgesamt zwei Magazinen Anfang März, war das glaube ich, zu Umarex geschickt, als Garantiefall. Und angegeben hatte ich ein defektes Gewinde und eben die Probleme mit dem Magazin, also dass sich die Magazine aufblähen oder verformen, dicker werden und ich auch die Zuführstörung hatte beim Trockenrepetieren und auch beim Schießen. Ich habe dann ungefähr 2 Wochen gewartet und habe jetzt eine neue Glock 17 bekommen mit neuen Magazinen. Es wurde nichts repariert, das war einfach nur ein Austausch. Ich habe auch einen netten Brief bekommen, worauf das steht, dass das ein Austausch ist. Und ja, ich habe mir das mal genauer angeguckt. Und leider muss ich sagen, dass sich ja nichts verbessert hat. Ich wollte euch aber auch gleich auch nochmal eine Kleinigkeit mit den Magazinen zeigen. Also auf jeden Fall ist das eine neue Glock. Wir sind jetzt im 8er Seriennummerbereich. Die ich eingeschickt hatte, war die 3232. Das heißt ungefähr 5000 Exemplare weiter. Und sie haben wohl, zumindest bin ich der Meinung, dass sie wohl was versucht haben, aber das hat nicht funktioniert. Zumindest bin ich wohl einer der wenigen, die tatsächlich Probleme mit dieser Schreckschuss haben. Ich weiß nicht, ob das Pech ist, aber das ist jetzt schon, also es sind jetzt insgesamt 4 Magazine, bei denen das auftritt. Auf jeden Fall wollte ich euch das eben kurz zeigen. Also das ist jetzt hier ein neues Magazin. Und es ist halt wieder geweitet. Ich kann das mal eben kurz für euch entladen. Am Anfang hatte ich Zuführstörungen beim manuellen Repetieren. Die habe ich nach ein paar Mal nicht mehr gehabt, aber dafür habe ich nette Späne im Bereich der Zuführrampe gehabt. Also da scheint irgendwas zu reiben und zwar so stark, dass sich da tatsächlich das Messing abschabt. Das ist natürlich auch ganz gut. Auf jeden Fall. Das Magazin passt jetzt, ungeladen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also dieses Aufblähen tritt bei beiden Magazinen auf. Und die Zuführstörung beim manuellen Repetieren hatte ich auch bei beiden. Ich denke mal, dass ich für euch das Magazin mal vor Kamera lade, damit ihr das sehen könnt. Also so ungeladen passt es rein. Messschieber werde ich jetzt nicht mehr auspacken, das ist unsinnig. Ich lade das einfach mal für euch, damit ihr das sehen könnt. Mir auch nicht irgendwelche Manipulationen vorgeworfen wird. Haben wir jetzt die vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, 14, 15, die 16. Die geht schon, wie man das jetzt schon sehen kann. Das weitet sich enorm auf. Moment. Also da ist definitiv irgendwas nicht richtig. Also wie man das sehen kann, da passt definitiv irgendwas überhaupt nicht. Ich habe das jetzt mit PPU-Kartuschen und mit Gecko-Kartuschen versucht und das tritt halt bei beiden so auf. Ich kann das nochmal eben kurz mit einer anderen probieren. Also an den Kartuschendurchmessern wird es ja wohl nicht liegen. Also man kriegt die jetzt auch extrem schwer rein und ich kriege die überhaupt nicht mehr durchgedrückt bis ganz zum Ende. Und das ist ja auf jeden Fall auch wieder geweitet. Das ist so der Stand der Dinge. Jetzt, in meinen Augen ist das Problem sogar schlimmer geworden als vorher, weil dass sich das vorher nie so stark verformt hat. Guckt euch das mal an. So, die andere Sache, die ich euch zeigen wollte, und zwar, glaube ich, jetzt muss ich mal eben kurz, jetzt habe ich natürlich nichts Spitzes hier. So.
Und zwar bin ich der Meinung, dass sie an dem Magazin etwas geändert haben. Und zwar kann man oben zwei Plastikschienen erkennen. Jeweils eine auf jeder Seite, oben und unten. Diese Plastikschienen, wie man sieht, die ragen über diesen Stahl, über diese Stahlverstärkung hinaus. Und ich denke mal, dass das gemacht worden ist, damit die Kartuschen diesen scharfen Übergang zwischen dem Plastikmagazin und der Stahlverstärkung nicht berühren, dass das alles ein bisschen, ja, sauberer flutscht. Vielleicht ist das auch dazu gemacht worden, das Magazin ein bisschen zu verstärken oben. Aber das alles bringt eben nichts, wenn man diese Stahlverstärkung nur ja, nicht rundherum ausführt. Also hinten haben sie das. Das geht einmal von hinten rum nach rechts weg und einmal nach links weg. Aber vorne ist eben nichts. Und vorne scheint sich das extrem zu weiten, das Magazin, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist das Problem jetzt sogar noch stärker aufgetreten, eben wegen diesen Rampen, weil die den Durchmesser oben verringern. Das kann ich natürlich nicht sagen. Das wollte ich euch eben nur zeigen. Also, ich bin ja nicht zufrieden. Wenn jemand Bock hat auf eine Glock First Edition, ich habe insgesamt zwei Stück. Ich würde die für 250, also für mindestens 250 Euro weggeben, inklusive Versand. Wenn ihr da, ja, wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt, da unter dem Preis werde ich es nicht machen, aber ihr werdet eine Rechnung mitkriegen. Das heißt, wenn ihr sie nochmal einschicken wollt zur Reparatur oder für einen Garantiefall, könnt ihr das machen, das wäre mir dann egal. Nur damit ihr jetzt eben Bescheid wisst. Das andere, was ich euch noch eben zeigen wollte, das Gewinde, das ist jetzt zwar gerade, aber der Abschlussbecher lässt sich nicht komplett dran schrauben. Da ist etwas Luft zwischen Lauf und dem Abschlussbecher. Das sollte auch nicht sein. So sollte das aussehen. Also wir sind jetzt wieder da, wo wir vorher waren, oder zumindest da, wo ich vorher war.